Transporter in der Anlage von Chimaleon liegen. Das Gerät misst Spuren von raffiniertem Bavarium. So, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Just Cause 3. So, ich musste jetzt gerade über die Mission nochmal machen, weil ich bin ja zum Schluss verreckt und es hat es nicht abgespeichert. Also echt heftig, dass das nicht abspeichert. Jetzt muss ich hier 2,5 Kilometer entfernt so ein Ding da erreichen. Und da müssen wir das Ding auf irgendeine Gitter legen. Also ich hoffe, dass die Mission jetzt beendet ist und dass das jetzt auch abspeichert. Laut meiner Daten ist der Scanner instabil. Ist vielleicht beschädigt. Könnte explodieren. Beeil dich. Wir müssen wirklich mal über deine Erfindung reden, Dima. Schneid's auch noch, oder was? Oder steige Regel, oder? Rico, ich brauche diesen Scanner, amigo. Wer das Bavarium kontrolliert, kontrolliert ganz Medici. Und mit diesem Scanner könnte ich die Agency vielleicht dazu bewegen, die Rebellen stärker zu unterstützen. Mal sehen, was ich tun kann, Sheldon. Du wurdest entdeckt. Soldaten nähern sich, Rico. Ach, was? Ich kümmere mich. Kein Stress. Oh. Jetzt mit dem Hubschrauber kommen, oder? Damit habe ich nicht gerechnet. Wow. Wow, wow. Wow. Nee, 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 nee. Easy peasy. Okay, ich bin da. Was? Platziere den Scanner am Gitter neben dem Raketensilo. Wenn ihr raffiniertes Bavarium entdeckt, hat die Ravello möglicherweise einen Bavarium-Gefechtskopf. Sehr gefährlich. Okay. Wow. Nein, nein. Wow. Ich hab's nicht geschafft. Wie muss ich das jetzt verstehen? Ich habe das Ding da erbucht. Ich weiß schon, was ich mit dem kaputten Scanner mache. Okay, kürzer. Ich habe den Scanner, Sheldon. Kürzer Story. Gute Arbeit, Rico. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Treffen wir uns im Café Francesco. Da gibt's leckere Kuchen. Oh, Junge. Okay, hier gibt's Weapons. 1,2 Kilometer. Muni noch voll. Haben wir nicht mal wieder einen Raketenwerfer. Lass mal lieber. Was ist da vor quer? Schaffe ich das bis darüber? Ah ja, schaffe ich schon. Easy. Easy peasy. Komm. Boah, der Strohball. So, diesem mal da ins Café. Na, sieh mal einer an. Wen haben wir denn Sheldon. Da? Ich glaube wirklich, dass du eine bessere, liebevollere Welt erschaffen willst. Hier ist dein Bavarium-Scanner. Verbindlichsten Dank. Schön, dass du mich besucht hast. Ok.
Ja, der ist auch noch sauer jetzt. Dass wir dann auf die Schliche gekommen sind. Mission abgeschlossen. Konkurrierende Interessen. Ist das hier legal, mit all den Waffen rumzulaufen? Junge. Hey Rico, das wird dir gefallen. Was jetzt noch, Mario? Einer von den Ravelos-Wissenschaftlern will vielleicht überlaufen. Endlich mal gute Neuigkeiten. Wir treffen uns in Latuina und halt den Ball flach, bis ich da bin. Es liegen Berichte über Kampfhandlungen vor. Alle Einheiten hierher. Kein Problem. Ich bin ein Meister der Raffinesse. Wahnsinn. Habe ich jetzt einen Kriegortzettel da in der Scheißstadt? Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs zu euch. Okay, Leute. Und das haben wir wieder Ende hier, oder? Die Lage ist eskaliert. Zusätzliche Einheiten sind unterwegs. Ich habe eigentlich nicht vorgetan, die ganze Stadt zu befreien. Ich hab mir überlegt, ob ich es versucht, dass ich mir. Wisst ihr, es ist ja nicht so, dass ich die ganze Zeit versuche, Ort zu visieren. Sauberer Schuss. Das war's jetzt, oder? An alle Einheiten. Hey, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir jetzt auch alles machen, oder? Die Funkteile hätten wir gar nicht gebraucht, oder? Propaganda-Plakate, Projektor, Propaganda-Van. Doch, 2 von 6 Lautsprecher. Also gibt's nur einiges hier. Oh, das sah gar nicht gut aus. Das ist mal alles im Luftjager da. Kriegt Verstärkung! Luftunterstützung ist unterwegs. Suchprotokoll einleiten. Findet ihn so schnell es geht. Verstärkung ist schon unterwegs zu euch. Zielperson eliminieren. Nicht gut. Gar nicht. Nein. Gut. Wow. Nein, es bleibt das Scheißding stehen, Alter. Ey, und wie kann ich dort an der schießen? Habt ihr das gesehen? Der Van. Kein Problem. So, erstmal meine Kollegen hier reinlassen.
Sorry, Leute, ihr werdet ein bisschen. Digga, zieh doch. Jetzt. Ein Benzintank weniger, ein Problem weniger. Was hat er denn mit seinen Leuchtfackeln? Okay. Huhu. Und tschüss. War damit Absicht, ganz ehrlich. Ich habe immer die Ambitionen, Leute, dass ich rechts krieg. Dass ich rechts. Dass ich rechts krieg. Um das Teil um zu Ort zu visieren. So, wo gibt's denn jetzt noch Stress? Wir können doch mal noch die Tankstelle in Luftjagen, oder? Und zwar so. Ein Königreich der Marshmallows. Alter. Alter Verwalter. Das war so nicht geplant. Aber trotzdem geil. Ziel wurde nicht gefunden. Nein. Ziel ist weg. Ich bin sowas von bereit. Yeah. Nice. So. Attackiere Zielperson. Alle Einheiten hierher. Das ist das Propagandaplakat, oder? Oh oh. Explodiert gleich, glaub nur mehr. Zentrale. Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Wo ist der Bengel? Dich wird niemand vermissen. Hier Zentrale. Zusätzliche Einheiten sind schon unterwegs zu euch. Der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Zack. Nieder mit dem General. Es lebe das Volk. Nieder mit dem General. So sieht's aus. Es geht ohne für einen Krieg, ohne mich. Guckt doch dennoch. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. So, was müssen wir noch machen? Flagge hieß also ein Lautsprecher nur 0 von 3 pro. Bitte komm, hier Zentrale. Propaganda, Propaganda Plakat. Ruhe. Wenn man halt noch ein bisschen was explodieren lassen. So, wo sind die scheiß Plakate? Die sind bestimmt am Ortseingang, oder? Ja, da haben wir doch schon eins. So, fahren wir weiter. Hier checken wir jetzt das ab hier. Flagge hieße, können wir noch was? Upsa, das wollte ich nicht, Digga. Ich wollte auf das Auto. Sorry. Hey. So, da ist bestimmt auch noch irgendwo ein Plakat. Das hier? Nee. Das ist ein Werbeplakat. Kannst du kann ich es abreißen? Nee. So haben wir es doch.
So. Ah, okay. Dauer muss letzte. Ich brauche Munition. So. Was haben wir noch? Flagge hieße noch. Okay. Tatsache. Tja, weil ich's kann, Digga, weil ich's kann. Yippie! Garage, dieser Ort ist jetzt geöffnet. Bringe zivile Fahrzeuge dorthin, um sie deiner Rebellenabwurfliste hinzuzufügen. Fonte Grande Tour. Neue Herausforderungen freigeschalten. Geländewagen Explosion. Neue Herausforderungen freigeschalten. 1 von 6 Ansiedlungen befreit. So, und jetzt sammeln wir noch ein bisschen Munition ein, Freunde, und dann würde ich sagen, gehen wir zur eigenen Missi. Zur eigentlichen Missi. Die Mucke. Die Karre hier, die brauche ich. Die muss ich meiner Dings hinzufügen. Kann ich Dings? Fantastisch! Ich wurde gerade informiert, dass Rico die DRM aus Fortaleza gejagt hat. Vive la Revolution, hey, meine Freunde! Vorsicht. Rico Rodriguez? Tatsächlich! So, ich glaube, ich bin voll. Rico, wir haben erfahren, dass eine Limousine einen von Diravellos Spitzeln abholen soll. Klau die Limousine und übernimm den Job, indem du dich als Fahrer ausgibst. Ich liebe sie, Rico! Sehr gut, holen wir den Informanten ab. Gerate nicht in ein Gefecht, sonst haben sie dich. Wo steht denn vorne? Ist die Karre jetzt in Garage vor, oder was? Nein, nein, nein. Ich will die nicht abliefern. Wo ist der Informant? Ermutigt durch die Erfolge der Rebellen will ein Wissenschaftler namens Zeno di Ravello Bavarium-Programm überlaufen und muss von Rebellen in Sicherheit gebracht werden. Mario und Rico treffen sich. Mario verspricht sich bedeckt zu halten. Also Rico, das alles, ist echt ein bisschen unübersichtlich, ohne Scheiß. Ich habe hier nur so Bombe-Quest übrig. Wenn die Karre jetzt in der Garage stelle, ist sie weg, oder? Hat sie jetzt auch nur repariert? Bombeding, das will ich jetzt aber innen machen. Nee. Das mit der Karikwe. Ich muss jetzt einen Typ abholen, ja? Muss das Auto klauen. Das Auto habe ich. Jetzt zeigt es mir aber nicht auch, wo ich den Typ abholen muss. Das ist doch scheiße, oder? Ja,
Hier unten kann es ja schlecht sein. Dann müsste die Karre ja auch noch verschiffen. Das ist ja komisch jetzt, oder? Ich verstehe es jetzt echt nicht, was das jetzt sein soll. Wo ich jetzt noch fahren soll mit der Karre. Man hat auch irgendwie keine Quests, die man offen hat. Beste Liste und Statistiken. Jawohl, kann ich googeln, wie weit ich geflogen bin und wie lang. Ich scanne die Karre jetzt. Das ist ja auch gleich weg. Fahrzeug ausgeschlachtet, wow. War das mit Absicht? Hübscher Wagen, Rico. Ist ab jetzt lieferbereit. Ein Wort genügt. Okay. Tja, man darf einfach manchmal nicht so viel denken. Und immer das Naheliegende machen. Wie sieht's denn aus jetzt mit einer weiteren Quest, Fräulein? Und die Karre, die haben wir jetzt so safe. Ja, ich will jetzt aber nicht die ganze Zeit rumfahren. Auch gut, dann nehme ich. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Hier in dem großen, sehr großen Gebiet. Wo wir nur zwei Urlaufstellen haben. Also, wenn ich die normale Quest weitermache, dann müsste ich jetzt ja hier hin. Aber in dem Bereich komme ich, glaube ich, noch nicht. Also könnten wir als nächstes das hier befreien. Ich glaube, das werden wir tun. Aber erst im nächsten Part, meine Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.